Ja, ich habe mir wieder, ich weiß auch nicht, was los ist, sorry, ich habe mir wieder ein paar Aspirin reingeballert, Ibuprofen, was weiß ich. Willkommen zurück zu einem neuen Part von WWE 2K19 Universe Mode beim Great American Bash. Ja, wir sind hier beim nächsten Match von SmackDown Seite aus und ja, wir haben hier Cody Rhodes gegen den Fiend. In einem No-Disqualification-Match. Alles ist erlaubt. Cody Rhodes möchte nämlich eine Sache wissen. Hier, Daniel, was möchte er denn wissen? Das gebe ich dir mal. Ja, der möchte natürlich wissen, wo ist Bernie? Ich weiß auch nicht genau, warum er das wissen will, aber er meint wohl irgendwie, ja, wir würden nicht richtig nach dem suchen, dass das unverantwortlich ist. Es ist doch einer der großen Leute dieser Firma, einer der SmackDown führt. Wie kann sowas sein? Ich weiß nicht, woher er kommt, ehrlich gesagt, wenn ich wirklich so war, so will ich mal meine eigentliche Meinung bringen darf. Ich weiß, wie du das siehst, Kuppa, aber ich muss sagen, so, ich verstehe nicht, warum. Ja, also wir haben ja bereits gesehen, ne? Wir haben Bernie gesehen, ihm geht's ja gut. Ja, also ich weiß nicht, warum er jetzt nicht die Suche eingestellt hat, Cody. Stattdessen hat er uns diskreditiert, hat er die Firma diskreditiert, hat gesagt, alles wäre eine Farce, niemand sucht nach Bernie, ich bin der Einzige, der irgendwas unternimmt. Und ihm scheint irgendwie der Kragen geplatzt zu sein, als er Bernie dann endlich mal gesehen hat und hat dann ein No-Disqualification-Match gegen den Fiend gefordert und gesagt, ey, wenn ich gewinne, dann gibst du ihn verdammt nochmal zurück. Der Fiend Ja. hat nur gelacht und gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann hat er. Was hat er dann gemacht? Ja, er hat eigentlich normalerweise nochmal gesagt, dass Bernie da war. Und dann war so eine Sache. Ich glaube, das erwähne ich lieber nicht, wenn ich ehrlich bin. Er hat irgendwas. Nee, egal. Denk nicht dran. Es ist nichts passiert, wirklich. Alles gut. Ich Ja, weiß, das ich. Ergebnis zeigt, es war ein bisschen schwierig, aber Ja. versuch nicht dran zu denken. Alles in Ordnung, okay? Da war irgendwas, aber wenn ich dann drüber nachdenke, kriege ich eine Kopfschmerz. Mir fällt es nicht ein. Egal, gut. Ja, legen wir einfach mal los. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja schon von Anfang an gesagt, eigentlich, Sub hat diesen Psychopathen Woche für Woche, Monat für Monat beschützt, hat gesagt, ein netter Kerl. Also, ich weiß nicht, wer da damals drauf kam, aber. Wir haben jetzt dieses eine Match genehmigt, weil Cody das unbedingt wollte. Ne? Er hat es selber eingebrockt, aber danach wollen wir von diesem Psychopathen nichts mehr sehen. Er kann gerne in irgendeine Psychiatrie eingeschoben werden, wo er hingehört und da seine krankhaften Kindershows machen mit sich selber. Aber in dem WWE-Ring hat dieser Mann nichts zu suchen. I agree. Wie gesagt, ist halt eine gespaltene Persönlichkeit, die er irgendwie versucht, jetzt hier im Wrestling hinzukriegen. Wie gesagt, soll er machen, was er will, aber bitte nicht hier. Deswegen, wie gesagt, ich habe die Unterlagen schon wieder fertig. Der dürfte bald weg sein. Mach dir keinen Kopf. Endlich, ey. Das wäre ja wieder eine der letzten Sachen, die wir noch aufräumen müssen. Aber gut, Katie, was denkst du denn von dieser ganzen Geschichte hier? Ich hab's ja nur am Rande mitbekommen, weil ich ziemlich viel mit dem Underground, Proving Ground, wie auch immer, beschäftigt war. Aber es hört sich schon äußerst merkwürdig an. Ich persönlich habe auch keine Ahnung, was als solches mit Bernie ist oder wo als solches. Habe ich auch merkwürdigerweise überhaupt nichts von gehört. Was es ja wirklich seltsam macht, weil über einen ganzen Monat, das ist schon komisch. Ganz zu schweigen jetzt natürlich von diesem Fiend, der seine ganz eigene Entität ist. Das habe ich beim Demon ja auch schon als solches gedacht, dass ich bei Balor mich fragen müsste. Aber so ironisch das ist, aber ich glaube, Balor ist ein bisschen Kinderstube dagegen. Wie gesagt, die Personalität, die er da anlegt mit der Maske, seinem komischen Funhouse, was auch immer das sein mag, und dann diesem anderen Personalität da, die sehr dunkel ist, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Das ist ein sehr eigenes Ding. I don't Ja, know. yeah, also, wo man von einem Demon sagen könnte, dass ein Balor ihn Dass herausholt, er die Kontrolle drüber hat, ja, hat. dass er die Kontrolle hat, ihn rausholt, ihn kanalisiert, das ist hier etwas ganz Hat anderes. ein Bray Wyatt, sofern er überhaupt noch irgendwie einen Teil darüber hat, vollkommen
die Kontrolle darüber verloren. Ich glaube, wir wissen, ich weiß nicht mal mehr, ob es, wer hat ja in seiner ersten Firefly Funhouse Show einen alten Pappschindel von sich komplett verbrannt und wir wissen nicht mal, ob dieser Mann namens Bray Wyatt überhaupt noch so existiert, ob er überhaupt noch lebt, was dieses Ding jetzt überhaupt ist, was ihn hier ersetzt hat, was alles in diesen Wochen, Monaten passiert ist, seitdem er da aus seinem World Heavyweight Championship gescrewt wurde, von ironischerweise, wenn wir jetzt drüber nachdenken, Bernie. Und ob das vielleicht ein Grund ist, warum, Was soll das sonst sein, ne? Ich meine, irgendeinen Grund muss er haben. Das ist zumindest der einzige, den ich mir erklären könnte. Aber ich gehe jetzt mit Cody Rhodes. Ich glaube nicht, dass Fiend das hier gewinnen wird. Auch wenn ich beide ein bisschen schräge Personalitäten finde, wenn ich ehrlich bin. Aber naja. Cody Rhodes ist sehr erträglich bei beiden. Ja, da hast du recht. Aber irgendwie, wenn ich es versuche, logisch anzugehen, Cody Rhodes ist gerade eher in einer Down-Phase, hat gegen Goldust verloren, wurde von Samoa Joe zerlegt. Und Wyatt dazu im Gegensatz hatte wenigstens ein paar Erfolge erzielen können, hat sich an Randy Orton gerecht, hat Baron Corbin jetzt schon mehrere Male besiegt und hat ihn auch, wenn ich erinnern kann, ja auch zerstört letzten Donnerstag. Deswegen, ob Baron Corbin auch 100% in das Title-Match gehen kann, ist eine andere Frage. Baron Corbin, kann der überhaupt mal irgendwo 100%ig da sein? Das bezweifle ich. Aber ja, deswegen irgendwie vom Momentum her muss ich leider, auch wenn es mir in Schauer in den Rücken fährt, doch Bray Wyatt sagen hier an dieser Stelle. Mein Kopf, ich gehe persönlich mit dem in diesem Sinne Gefühl und hoffe, dass Cody das als solches macht, weil von jemandem, sagen wir so, ich bin ja schon jemand, der auch gerne psychologisch so ein bisschen versucht, zu erklären. Aber ich habe das Gefühl, wenn es irgendjemand versuchen würde, bei The Fiend da tiefer reinzugehen, dann habe ich dezente Flashbacks an den Joker und Harley Quinn. Ich glaube, dann hätten wir eher ein Problem, wenn das als solches. Dann hätten wir nicht jemand, der vom Problem befreit werden sollte, sondern zwei Wahnsinnige, die umherlaufen. Sehr wahr. Aber ja, deswegen, also, ne, Katie, ich glaube, ich hoffe sehr, dass du uns eigentlich, auch wenn du und Daniel oder ne, euch nicht so gut verstanden habt den letzten Mal, würdest du uns, glaube ich, zustimmen, wenn du sagst, dass ein Bray Wyatt eigentlich woanders hingehen sollte als in einem Wrestling-Ring. Richtig. Das ist richtig. Okay. Gut, und da holt er schon mal den ersten Tisch hervor und Cody hält sich damit in Richtung, was willst du damit machen, fragt er ihn. Ja, sagen wir so. Durch den Tisch zu fallen, macht natürlich deutlich mehr aus, als einfach nur auf den Boden zu fallen. Von dem her, ich verstehe. Aber er kam da nicht zu. Cody, aber wie gesagt, habe ich schon, schlägt sie relativ gut, hält gut mit ihm mit, hat auch anscheinend gar keine Angst vor dem. Ja. Das ist doch schon mal was Gutes. Wie gesagt, kenne ich andere Leute, die würden da zusammenklappen. Sicherlich. Ich finde das eine sehr, ja, sagen wir mal, erschreckende Statur. Aber Cody hat ja von Anfang an mit seiner Suche bewiesen, dass er sich nicht von Bray Wyatt beeindrucken lässt von seinem Psychospielchen und seinen Tricks und seiner offensichtlichen psychischen Erkrankung, sondern versucht hier diesen Psychopathen aus dem Weg zu räumen und halt, ja, seinen GM wieder zurückzubekommen. Okay, einfach so einen lässigen Schlag auf den Hinterkopf. Klappt natürlich jeden weg. Dropkick ins Leere. Und wieder in den Ring. Wieder zurück, so. Okay. Stay down, sagt Cody. Stay the fuck down. Aber, ja, auch sowas hört The Fiend sicherlich nicht. Ja. Swinging Neckbreak hier von Cody. Der Tisch wurde zwar, wie gesagt, in den Ring gebracht, aber lieblos liegen gelassen. Nicht mit zwei. Tritt ein bisschen auf ihn ein. Nee.
Close Line. Da der Fiend noch nie bei WrestleMania war, können wir uns fragen, wäre das vielleicht die erste Niederlage auch für Bray Wyatt hier seit seinem Return? Okay. Das wäre auch interessant zu wissen. Oh, in die Seile. Mit dem Hals hier, mit der Halsregion voll gegen das oberste Seil geschmettert. Sehr unangenehm. American Nightmare muss hier auch sicherlich zu Waffengewalt greifen. Und, ja. Er ist zwar the record-breaking IC Champion, aber von diesem Cody sehen wir leider schon lange nichts mehr. Ja. Was für oh, das ist Abigail! Sister Abigail, out of nowhere. Bray Wyatt stalks his prey. War es das etwa schon? Wo kommt die her? One, two, nee. Nein. Nicht mit Cody Rhodes. Das war ja wirklich aus dem Nichts. Okay. Oh, warte mal. Gibt's jetzt das, was ich mir denke? Oh nein. Die Claw. Ja. Mandible Claw. Mandible Claw. Das sieht nicht gut aus für Cody. Cody. Und ja, Cody. Cody verliert das Bewusstsein. Das ging sehr schnell. Wie gesagt, ich hatte es irgendwie befürchtet. Und so kam es dann auch. Aber ich hatte drauf gehofft, dass Cody das gewinnt, aber ja, der Fiend ist wohl leider immer noch sein eigenes Mysterium, dass er hier auch wieder mal durchkommt. Weil Cody hatte ihn eigentlich relativ gut dran, aber was willst du machen, nicht wahr? Und dann nochmal die Sister Abigail aus dem Nichts. Kann den überhaupt jemand stoppen? Natürlich wird es jemanden geben und alles gut, wie gesagt, der ist eh bald weg, mach dir keinen Kopf. Geh nochmal die Claw. Alles gut, der ist weit weg. Ja, der ist weit weg, alles gut. Ja, da sehen wir, Cody hat sehr schnell das Bewusstsein verloren. Wie eins, Danny vor ihm und der Sieger ist The Fiend, Bray Wyatt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich gratulieren soll, das ist eher. Naja. Ja, Cody scheint so langsam das Bewusstsein zu haben, hat sich so langsam rausgerollt. Und man sieht nur, wie so langsam Cody wieder aufsteht, etwas den Kopf hält und nur so acht und sich dann doch ein Mikro nimmt, nach ein bisschen Zeit der Pause und dann nur sagt, verdammt, aber es reicht mir jetzt vollkommen. Du hast zwar das Match gewonnen, aber es reicht mir mit dir. Wo ist Bernie? Du gib ihn zurück, verdammt. Keiner will dich mehr hier sehen und diese ganze Geschichte dort ist vorbei. Lass Bernie frei, verdammt. oh Cody. Bernie. Bernie. Bernie war von Anfang an frei. Du hast es nie realisiert. Und damit macht Bray Wyatt einen Schwenk in die Crowd und ein Scheinwerfer leuchtet auf einen Mann, der mit einem Mikrofon aufsteht. Astom! Hi Leute. Hab ich was verpasst? Ja. Bernie? Man hört nur Cody und so, wie er ein bisschen zusammenfällt. Was? Bernie, wo kommst du denn her? Du wurdest vom Fiend entführt. Wie bist du denn jetzt hier hin? Was? Entführe? Was redest du? Ich war auf Urlaub letzte Woche. Wie, du warst auf Urlaub? Fiend hat dich doch mitgenommen und da warst du vor ein paar Wochen weg. Wie, du warst auf Urlaub? Bist du jetzt komplett durchgedreht? Nee, also, bist du durchgedreht, aber ich war nur auf Urlaub und... hab gesehen, dass es bei Pewison bin, ist hergekommen. Ja, man sieht Cody etwas zusammen sagt und sagt so, du willst mich doch verarschen. Was? Oh Cody. Und du, Copa. Mach dich gefasst. Ich hab noch eine Überraschung für dich. In der Zeit sind mir im letzten Bild, wie Cody so ein bisschen sich zusammenklappt und dann sagt, oh, was? Man, er kriegt nicht mehr so wirklich Worte raus in den letzten Bildern von hier und
Was? Das ist unmöglich, das ist... Das ist unmöglich. What the hell ist hier los? Frag mich nicht, wie gesagt. Glückwunsch an Bray Wyatt, I guess, aber keine Sorge. Die Worte sind nur leere Worte, was der da gesagt hat, Kuppe. Mach dir keinen Kopf. Der will dir nur Angst machen, ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, bringen wir es hinter uns. Der Fiend ist schon... Man sieht nur, wie der Fiend wieder verschwunden ist in der Zeit, als es kurz dunkel wurde. Und die Arena leer wurde. Und ja, keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen. Wir haben ein paar Dinge zu klären, ich glaube. Ich glaube, wir müssen Bernie kurz herholen, mal was klären. Aber ja, er ist weg. Er kommt nicht mehr. Ja. Kommt wie nicht gesagt, mehr alles gut. Ich gebe dir ein paar Minuten Pause. Ich kann aber sagen, was als nächstes kommt. Fiend ist verschwunden, hast du gesehen. Als nächstes dran ist MJF gegen Kota Ibushi. Mal gucken, ob der gute MJF unter sein, ob er das annimmt, wenn er es annimmt. Ja, ich kann nur sagen, er hat es angenommen. Die Nachricht habe ich bekommen. Also, sag mal so, mal gucken, ob er nicht mehr komplett irgendwo in den nächsten Fluss schwimmt. Aber er will wohl jetzt auch Rache. Und das ist sehr persönlich geworden. Wie es kommt, man sieht sich. So, ciao.